Hallo Leute, hier ist euer MufoLP. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 3. Und zwar Part 83, ja, diesmal weiß ich sogar. Und ja, ist eine Woche vergangen, eigentlich schon, bis zur letzten Aufnahme. Und ja, ich bin wieder da sozusagen. Es wird nochmal so eine Unterbrechung geben von mehreren Tagen. Ich weiß beim besten, wenn ich wann. Und danach werde ich aber mehr machen können, also mehr Zeit haben am PC, wodurch ich auch mehr aufnehmen kann. Und da versuche ich wirklich jeden Tag ein paar zu. Nach dieser Unterbrechung. Weil nach dieser Unterbrechung habe ich den PC für mich alleine. Ich teile den mit meinem Bruder. Ich kann immer nur den halben Tag dran und donnerstags gar nicht. Und ja. Aber bis jetzt, also jetzt wird es wieder normal. Freitag, Samstag, klar, Montag, Komparz, Mittwoch wieder auf. Ja. Bis zu dieser Unterbrechung. Und ja. Jetzt mal erklären, was wir das letzte Mal gemacht haben. Wir haben, ich könnte bekommen, die Feste angenommen, dass wir diese Beklopften hier, die Kämpfe der Beklopften, unterbinden oder sie töten. Und ja, wir haben die Armeisterin, die da hinten, ja, irgendwo ihren Bau hat. Da. Oder da. Keine Ahnung. Doch da. Und haben sie überredet, aufzuhören. Wegzugehen. Und ihr Kostüm bekommen. So, und jetzt gehen wir zum Mechanisten. Und bei dem gibt es leider keine so tolle Abkürzung wie bei der Armeisterin. Da kommt man ja direkt zu ihr. Und hier sind über Roboter und Wachtürme. Also, falls ihr nicht auf die Belohnung ausleiten, wirklich nur einen der beiden macht, macht die Armeisterin. Die ist viel einfacher. Egal ob mit oder ohne Abkürzung. Ich meine, Ameisen sind stärker als Roboter. Das brauche ich euch, glaube ich, aber auch gar nicht zu erzählen. Das wisst ihr schon. Wie man hört, ist das direkt ein Wachroboter. Versuche ich mal hier vorbeizufleischen. Vorsicht. Ah! Verdammt! Welches Lasergewehr ist das? Metallspringer. Der ist ja ungenauer, deshalb. Upsala. Zielsperrstatus grün. Feindliches Ziel wird erneut angegriffen. Okay. Alarm. Einsatz tödlicher Gewalt genehmigt. Die Sicherheit der nicht in die Kampfhandlungen involvierten Personen ist nicht gewährleistet. Verdammt. Der muss aus der Zelle da rauskommen. Ich muss an den hinten dran. Waffensysteme auf Ziel eingestellt. Moment, Moment, Moment. Ich versuche es mal. Mit der chinesischen Tarnrüstung. Mich in ihn anzuschleichen. Und ihn dann abzuschalten. Ich meine, ich habe doch den Perk installiert. Dass wir Roboter abschalten können. Zielsperrstatus. Verdammt! Feindliches Ziel wird erneut angegriffen. Statusbericht. Mensch, grün. Komm da einfach mal raus. Alle Systeme weisen akzeptable Betriebsparameter auf. Waffensysteme auf Ziel eingestellt. Okay. Feindliches Ziel entdeckt. Zielsperrstatus. Waffenstatus. Ist hinter ihn. Verdammt, er dreht sich so schnell. Es wird kein Bedrohungsanalyse. Oh. Feindliche Einheit entdeckt. Sicher. Okay, dann schießen wir ihn einfach hinten raus. Nicht in die Kampfhandlungen involvierte werden aufgenommen. Von hinten sind die empfindlicher. Und zwar muss man bei denen. Ach, das ist vorne.
da drauf schießen. Mit einem Perk kann man die von hinten abschalten. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich den habe. Anscheinend habe ich ihn nicht. Oh, der Glitch hat übrigens gerade geklappt, dass ich Maske und Helm anhabe. War zwar aus Versehen, aber nein. Denn dann sieht man zwar nicht, aber ich habe die SR bekommen. RS meine ich. Nee, SR doch. Also, nach dieser Unterbrechung schauen wir uns mal um. Ich suche übrigens auch was Bestimmtes. Obwohl, ich weiß ja ungefähr, wo es ist, aber es gibt auch Hinweise und die Hinweise suche ich jetzt erstmal. Wo war das Terminal denn? War doch irgendwo noch ein unbeschädigtes Terminal. Aber wo war das? Da. Notiz von Frank. Impulsgranaten reinzuschmuggeln. In der Kiste unter meinem Schreibtisch eingeschlossen habe. Okay. Der hat, glaube ich, ja doch, der hat die Nachricht bekommen, dass wer hinter seinem Schreibtisch vor die Kiste versteckt hat. Und zwar auch ein Hinweis darauf, welches Terminal, welcher Raum. Nämlich derjenige wurde mit Haarklammern beworfen. Der soll aufhören damit. So. Das ist ja auch nur sinnvoll, wenn das einer, okay, da kann man sie auch nicht. Eigentlich sie, ich hab die mal gesehen. Komisch. Irgendwo liegen Haarklammern rum. Naja, und hier ist halt auch diese Kiste. Durchschnittlich. Der meinte, hinter der Kiste ist ein Schlüssel. Da ist jetzt eine andere Kiste. Kann auch sein. Durchschnittlich verschlossen. Na? Ich glaube, das ist die Granatenkiste. Aber wo ist der Schlüssel? Sag mal. Ey, komm. Ja, ich hab den gar nicht bewegt. Boah, Leute. Wo ist der Schlüssel? Hinter dem Terminal. Naja, okay. Vielleicht ist der Schlüssel auch hinter einem anderen Terminal. Das war ein Übersetzungsfehler. Wie so viele andere. Naja, egal. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Die Granaten, nicht den Schlüssel. 6 Granaten. Es gibt jetzt zwar mehr als 6 Roboter und 6 Geschütztürme, aber das sollte schon reichen, um einige hier zu töten. Beziehungsweise auszuschalten. Die Roboter tötet man ja nicht. Die schaltet man aus. Und ja. Was haben wir denn hier? Toilette. Ohne Erste-Hilfe-Kasten und interessant. Eine durchschnittliche Tür. Hier geht es, glaube ich, ohne Dietrich lang. Ah, eben nicht. Hier geht es mit Dietrich lang. Und die durchschnittliche ist ohne Dietrich. Ach, oder man kann den Aufzug nehmen. Ich bin Aufzug. Der ist schwer. Ist wie bei der Amas drin da die Abkürzung.